Die Krise rund um 30 und die Frage, ist das normal? Geht das nur mir so? Geht es anderen eigentlich auch so? Bin ich allein mit dem Thema? Genau darum soll es heute hier in dem Video gehen. Also herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinschaust auf meinen YouTube-Kanal. Die Frage, bin ich normal? Ist das normal? Die beschäftigt den einen oder anderen von uns immer wieder mal im Leben. Und es liegt daran, dass man zum Beispiel in der Krise mit 30 sich umschaut und sich denkt, hey, die anderen haben das Thema scheinbar gar nicht. Entweder haben sie sich damit abgefunden oder sie sind eh happy-peppy und alles läuft und die haben dieses Thema nicht. Also warum geht es nur mir so? Und genau um das soll es heute gehen. Ich möchte dir heute nicht nur sagen, dass du nicht alleine bist mit dem Thema, was du vielleicht schon gewusst hast, hoffe ich zumindest, sondern ich will mit dir auch darüber sprechen, dass diese Frage, ist das so normal, bin ich normal, dich mehr negativ beeinflusst, als dir lieb ist. Und wieso das so ist, da komme ich nachher gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber erst möchte ich auf das Thema eingehen, bin ich alleine mit diesem Thema? Ich kann dir schon vorweg sagen, nein, bist du definitiv nicht. Die Lebensphase, in der du gerade drin steckst und die dir vielleicht gerade das Leben schwer macht, die erleben andere links und rechts neben dir auch. Das sind bestimmte Entwicklungsphasen, die wir als Menschen alle durchlaufen müssen. Der Psychoanalytiker Erik Erikson nennt diese Phasen Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung und wir müssen sie alle durchlaufen. Und da gehört die Quarterlife-Krise, also die Krise rund um 30, Mitte 20 bis Mitte, Ende 30 dazu. Dazu gehört es, den Beruf zu finden, der wirklich zu einem passt. Über diese Entwicklungsphasen, die wir durchlaufen müssen, hat jemand einen ganz tollen Blogartikel geschrieben und zwar mymonk.de. Ich weiß nicht, ob du die Seite kennst, die ist äußerst empfehlenswert für ganz, ganz viele verschiedene Themen. Aber jetzt im Speziellen geht es mir um einen Beitrag, wo er zusammengefasst hat, was Erikson beschreibt, welche 8 Phasen wir im Leben, welche Entwicklungsphasen wir im Leben durchlaufen müssen oder welche Herausforderungen wir gestellt bekommen. Die sind dort super beschrieben. Ich habe dir den Link unten in die Beschreibung reingegeben, also schau dir das im Anschluss unbedingt an, denn dort findest du auch das, was du in der Vergangenheit schon bewältigt hast oder vielleicht noch nicht ganz und das, was auch für uns noch zukommen wird. Ich finde das irrsinnig hilfreich und befreiend, das zu sehen, dass es diese Entwicklungsphasen einfach gibt. Und in der Phase, in der du gerade steckst, geht es um das Thema Identität, also wer bin ich, wie bin ich so, wie ich mich mag, kann ich mich so annehmen, wie ich bin, wo ist mein Platz hier in dieser Gesellschaft? Und es geht auch um dieses Thema Schaffenskraft versus Stagnation, dem Gefühl, kann ich Sinn stiften in der Gesellschaft, habe ich schon meinen Platz gefunden, kann ich meine Zukunft so gestalten, wie ich sie gestalten möchte, bin ich in dem Beruf, den ich habe, ist der sinnvoll und sinnstiftend? Das sind alles so Fragen, die einen da bewegen und das sind genau die 2 Themen, um die es vermutlich bei dir auch geht, wenn du bei mir auf dem Kanal gelandet bist. Wie du also siehst, bist du nicht allein mit dem Thema, ganz im Gegenteil, es geht uns allen früher oder später so. Manche von uns stellen sich den Themen in der Pubertät oder zu Beginn des Berufsalltags, manche haben die Quarterlife-Krise, manche haben die Midlife-Krise. Und manche tragen es wie einen schweren Rucksack mit sich, der ihnen hin und wieder das Leben schwer macht. Wer wie, wann, was bewältigt, ist für alle definitiv unterschiedlich, aber wir alle haben diese Themen. Du bist damit nicht allein. Und was ich dir noch zu dem Thema bin ich alleine damit sagen möchte, ist, spielt es wirklich eine Rolle, ob du allein bist damit? Nehmen wir mal an, die Frage würde ja oder nein lauten, spielt gar keine Rolle. Würde dann dein Thema verschwinden lassen? Wäre es dann leichter? Nein, ich vermute nicht. Das heißt, diese Frage ist, bin ich allein damit, ist höchstens interessant, aber nicht relevant für dich, oder? Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Sind solche Fragen für uns wirklich hilfreich? Genauso wie die Frage, ist das normal, bin ich normal, dass ich jetzt in dieser Situation stecke und nicht weiterkomme und quasi in einer Krise gelandet bin? Also, ganz ehrlich, Hände hoch oder Hand hoch, wenn du dir schon einmal eine der folgenden Fragen gestellt hast. Ist es normal, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich selber verloren habe? Ist es normal, dass ich nicht einmal mehr weiß, was mich ausmacht, wer ich eigentlich bin, was mich interessiert? Ist es normal, dass ich fast 30 bin und keine Ahnung habe, welcher Beruf zu mir passt? Ist es normal, dass ich mein Leben gerade nicht auf die Reihe kriege und völlig überfordert bin? Und hast du auch das eine oder andere Mal die Hand heben müssen? Ich möchte dir heute was mitgeben, was ich in den letzten Jahren zu diesem Thema gelernt habe und was mein Leben um ein Vielfaches verbessert hat und mein Leben bereichert hat. Und zwar habe ich gelernt, was solche Gedanken für uns bewirken und was die auslösen und wie sehr die unser Leben mehr negativ beeinflussen, als es uns lieb ist.
Und am leichtesten kann ich es dir verdeutlichen, wenn wir uns diese Frage einfach genauer anschauen. Bin ich normal oder ist das normal? Und wenn wir uns ehrlich sind, dann ist das ja schon keine neutrale Frage mehr. Wenn ich mir diese Frage stelle, dann gibt es schon eine Idee im Kopf, die da lautet, ich befürchte, das ist nicht ganz normal oder ich glaube, das ist nicht so, dass ich normal bin. Da ticke ich irgendwie schon komisch. Denn wenn ich links und rechts schaue, dann sehe ich ja, dass die anderen das Problem nicht haben. Also bin ich ja irgendwie komisch, oder? Also gehöre ich nicht irgendwie dazu, zu denen, die ihr Leben auf die Reihe kriegen. Und jetzt können wir uns anschauen, was das denn auslöst. Dieser scheinbar harmlose Gedanke, ist das normal oder bin ich normal? Welches Gefühl löst es denn aus, wenn da schon eine Befürchtung herrscht? Ich bin, glaube ich, nicht normal, ich gehöre nicht dazu. Die anderen kriegen es auch auf die Reihe, ich nicht. Irgendwas scheint da im Busch zu sein. Vielleicht hast du dann ein flaues Gefühl, vielleicht bist du irgendwie frustriert, vielleicht wütend, vielleicht hast du ein Gefühl der Leere und der Lähmung, vielleicht fühlt sich das einfach irgendwie falsch an. Und dann ist es ja interessant, wenn wir das fühlen aufgrund von diesem einen Gedanken, wie verhalten wir uns denn, wenn wir uns so fühlen? Wie verhältst du dich, wenn du dich leer fühlst, gelähmt fühlst, wenn du frustriert bist, wenn du traurig bist oder wütend bist? Ziehst du dich vielleicht zurück? Bist du vielleicht irgendwie schnippischer? Hast du vielleicht häufiger Konflikte, weil du irgendwie entsprechend kurz angebunden bist? Was ist dein Verhalten in diesem Fall? Hast du vielleicht weniger Sozialkontakte? Hast du keine Lust mehr rauszugehen? Hast du keine Lust mehr, dich irgendwo hinzubewegen, weil du einfach nur dich einigeln möchtest und die Decke über den Kopf ziehen möchtest? Und welches Ergebnis hat das dann zur Folge? Das Ergebnis ist, in einem Satz, es verändert sich nichts. Punkt. Das heißt, ein scheinbar harmloser Gedanke von, ist das eigentlich normal, geht es nur mir so, bin ich normal, löst eine ganze Kette aus, die negativ ist. Die negativ ist sowohl, was deine Gefühle angeht, was dein Verhalten angeht und natürlich, was das Ergebnis angeht. Kannst du das sehen? Das heißt, das Wichtigste, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst, wichtig ist es, dass du deine Gedanken kennst. Wann immer du feststeckst, wann immer du nicht weiterkommst, wann immer du so frustriert bist, frag dich, was sind denn meine Gedanken? Was denke ich denn über das Thema? Was ist denn das, was mir durch den Kopf geht? Und überleg dir, ist das wirklich hilfreich? Ist das nicht eine Spirale, die alles negativer macht? Ist das nicht eine Spirale, die was auslöst, was ich gar nicht will? Das heißt, es ist mir ganz, ganz wichtig, dass du deine Gedanken kennst, dass du lernst, sie zu beobachten, dass du siehst, was dort passiert und was abläuft. Denn dann bist du in der Lage, den nächsten Schritt zu gehen und auf der einen Seite zu sagen, ja, ich akzeptiere, dass ich solche Gedanken habe, weil das menschlich ist. Und auf der anderen Seite dich zu fragen, was brauche ich denn, damit ich den nächsten Schritt gehen kann? Was brauche ich, damit eine Lösung möglich sein könnte? Ja, das ist Arbeit, das ist Mindwork, das ist Arbeit, die auch ich immer wieder tun muss, die wir alle immer wieder tun müssen, wenn wir weiterkommen wollen und wenn wir uns das Leben ein Stück leichter machen wollen und wenn wir Lösungen finden wollen und einen Raum an Möglichkeiten öffnen wollen, anstatt zuzumachen und zu akzeptieren, dass nichts mehr geht, weil das nicht so ist. Es ist eine Folge von einem Ursprungsgedanken, den du hattest. Und das zu erkennen, das macht so viel möglich und nein, das ist nicht immer leicht und ja, das muss man manchmal auch mit jemandem zusammen machen, um die Lösungen wieder zu sehen. Aber genau das ist die Arbeit, um die es geht. Genau das wird dich da rausholen aus deiner Krise, in der du vielleicht gerade steckst, aus der Lähmung, in der du vielleicht gerade steckst, aus der Ohnmacht, in der du vielleicht gerade steckst. Nein, du bist nicht allein und Punkt 2, solche Gedanken sind gefährlich, weil die eine bestimmte Kette auslösen, die am Ende nichts möglich macht und nichts verändert. Und du bist der oder diejenige, die genau das wieder ändern kann, indem du deine Gedanken wieder aufmachst, indem du neutrale Gedanken hast und offene Gedanken hast, die dich gut fühlen lassen und von dort weg, von dieser Akzeptanz und von der Neugier aus, wieder neue Aktionen anstarten kannst, um dir zu helfen, um aus der Ohnmacht rauszukommen, um aus der Lähmung rauszukommen. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit deinem Mindwork. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir die unten in die Kommentare. Ich gehe sehr gern drauf ein, ist überhaupt gar kein Thema. Und wenn du einen Daumen hoch da lässt, würdest mich unterstützen mit meinem Kanal, was mich wahnsinnig freuen würde. Ansonsten, wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder um 18 Uhr auf diesem Kanal. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Woche. Ciao, ciao!